Der Film war echt Amok. Was hast du eigentlich immer mit diesem Amok und diesem komischen Zeichen? Bei mir ist es eigentlich nur, um den Ton auszumachen. Ajo, kennst du das, hä? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Orga TV, zu der letzten Sendung in diesem Semester. Für diejenigen, die sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, warum ich heute hier sitze, den Beitrag, den ihr eben gesehen habt, den habe ich eben im Rahmen eines internen Praktikums am Lehrstuhl von Professor Scholz aktuell produziert. Und das Oberthema dazu war eben Hashtag Amok. Und deswegen habe ich heute auch noch quasi einen Gast hier neben mir sitzen, das Hashtag. Und ich wollte euch gerne ein bisschen über Hashtag erzählen und ein bisschen darüber, wie ich eben dazu gekommen bin, diesen Beitrag so zu produzieren, in dem quasi das Hashtag sozusagen der Star ist. Ich habe mir anfangs überlegt, Hashtag Amok, okay, was kann man damit anfangen? Amok ist mir aufgefallen, das benutze ich eigentlich persönlich ziemlich oft in meinem Sprachgebrauch bei meinen Freunden, um zu sagen, ja, boah, ich finde das irgendwie ziemlich cool, dann sage ich, boah, ich finde das richtig Amok. Und dieses Phänomen rund um dieses Hashtag, dass sich das verbreitet hat, ist mir durchaus aufgefallen auf diesen sozialen Netzwerken vor allem, also Facebook, Twitter, Instagram und so, sieht man das ja aktuell sehr häufig. Aber ich persönlich habe das jetzt noch nicht so benutzt und wusste auch jetzt nicht genau, warum ich das jetzt unbedingt nehmen sollte. Wir haben auch ein bisschen hier heute unser Studio geschmückt mit ein paar aktuellen Wörtern, die ja immer so gebraucht werden, wie jetzt Hashtag Selfie oder Hashtag YOLO, alles so ein bisschen Begriffe, die aktuell immer wieder kursieren, die man immer wieder hört. Und ich fand eben in diesem Bezug auf dieses Hashtag, auf diese Überflutung, dass das schon sich so ein bisschen ausgebreitet hat wie ein Virus. Also dass das sehr schnell ging, sehr rasant und man gar nicht wusste, woher dieser Hype letztlich darum kam. Und das wollte ich eben auch ein bisschen in meinem Beitrag rüberbringen, dass man das auch ein bisschen kritisch sehen kann vielleicht, dass es sehr vereinnahmend ist in einem Leben, eben dieses ständige Posten, ständige Benutzen von diesen Hashtags von diesen, oder Wörtern wie zum Beispiel Amok, das sollte eben rüberkommen. Und für all diejenigen unter euch, denen es so ein bisschen so ähnlich wie mir ging, die sich gefragt haben, was ist eigentlich dieses Hashtag, wozu braucht man das, da ist der nächste Beitrag wahrscheinlich ziemlich passend. Da haben sich nämlich meine zwei Kommilitoninnen, die Deria und die Annika, mit beschäftigt. Und die haben eine junge Frau auf der Straße eben angesprochen und gefragt, was sie denn eben zu dem Thema Hashtag Amok, was ihr denn da persönlich einfällt. Was verstehst du unter einem Hashtag und wofür verwendest du einen Hashtag oder wofür wird es verwendet? Ich verwende Hashtag vor allem bei Instagram für publik zu machen, was ich gerade tue, meistens in mehreren kurzen Wörtern. Ja. Was verstehst du unter dem Begriff Amok? Amok kann ja halt zwei Seiten haben, ob positiv oder negativ. Amok wird häufig verwendet oder verwende ich häufig, wenn mir was besonders gut gefällt, also wenn etwas grandios ist
um eine Steigerung auszudrücken, aber Amok kann ja auch im negativen Sinn gesehen werden und in Zusammenhang gebracht werden mit Amoklauf, also im negativen Bereich. Okay. Hast du schon mal Hashtag Amok verwendet? Definitiv nein. Warum? Weil ich dann doch mich für andere Wörter anstatt Amok entscheide. Auch wir beide begrüßen euch heute zu OrgaTV zur Sendung. Annika und ich haben auch im Rahmen des Praktikums, internen Praktikums an Professor Scholz, wie Michaela eben erwähnt hat, uns mit dem Thema Hashtag Amok beschäftigt. Für uns beide war die Kombination Hashtag Amok was komplett Neues, weil wir das so in dem Zusammenhang einfach noch nie gehört hatten. Und deswegen haben wir uns gefragt, woher der Begriff Amok überhaupt kommen könnte und wer vor allem den Begriff nutzt. Ich muss dazu sagen, ich selber komme aus der Pfalz und habe mich gewundert, dass der Begriff Amok im saarländischen Sprachgebrauch vor allem in positiven Assoziationen genutzt wird und nicht wie in den Medien oder auch gesellschaftlich eher mit negativen Sachen in Verbindung gebracht wird. Und Annika, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen darüber, wie sind wir in unserer Recherche vorgegangen. Ja, gerne, Deria. Und zwar, um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, haben wir eine Online-Umfrage in Saarland und Rheinland-Pfalz durchgeführt und dazu noch Interviews an der Universität des Saarlandes. Bei der Online-Umfrage haben zum größten Teil Studenten der Universität des Saarlandes sowie der TU Kaiserslautern teilgenommen. Uns stellte sich jedoch noch die Frage, inwieweit wird der Begriff auch überregional benutzt, und haben deshalb vereinzelt Studenten aus Hessen befragt. Außerdem bekommt man schnell heutzutage ein aussagekräftiges Bild. Wenn man sich bei Twitter, Instagram und Co. umschaut, wird auch schnell klar, dass das früher selten genutzte Zeichen, die Raute, heute sich stark etabliert hat. Deria, ich frage mich immer noch, was ist das Hashtag eigentlich? Hast du da eine kurze Definition für uns? Ich denke, es ist einfach am besten, wenn man sich das Wort so ein bisschen auseinandernimmt. Und da hätten wir am Anfang erstmal den Begriff vom Englischen Hash für das Schriftzeichen Doppelkreuz und Tag für Markierung. Und das bedeutet, es bezeichnet ein Wort oder eine Zeichenkette mit einem vorangestellten Doppelkreuz. Und die so ausgezeichnete Zeichenkette fungiert dann als Meta-Tag oder auch als Meta-Kommentierung. Das erklärt schon mal einiges. Genau. Und bei unserer Recherche im Internet und unseren Umfragen ist uns aufgefallen, dass der Begriff Amok in Kombination mit Hashtag ein sehr oft benutzter Ausdruck ist. Und vor allem benutzen es die Leute durch das Posten von Partybildern zum Beispiel auf Instagram und auf Facebook und haben dann den Titel Hashtag Amok dazu. Wir haben euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht, damit ihr euch ein Bild darüber machen könnt, was wir jetzt beide einfach mal damit meinen. Genau. Also auf dem ersten Bild könnt ihr erkennen, dass eine geile Party sozusagen gepostet wurde unter den Raute Hashtag Amok, Hashtag Party und Hashtag Crazy. Auf dem zweiten Bild kann man erkennen, dass ein gemütlicher Abend mit einem Amok Cheesecake genossen wurde. Auf dem dritten Bild ist die Freude über ein neues T-Shirt sehr groß, sodass derjenige auch gleich Hashtag Amok postet. Das nächste Bild. Beim nächsten Bild haben wir jetzt eine Street Art von einem Künstler und der Künstler, der das Bild online gestellt hat oder auch derjenige, der das Bild einfach gesehen hat, wollte seine Begeisterung bei diesem Bild mit Hashtag Amok ausdrücken. Und das nächste, das finde ich persönlich am coolsten, weil es einfach genau das Wort am besten beschreibt. Und zwar, wie ihr alle lesen könnt, Entscheidung ist gefallen, heute Abend wird steil gegangen, wieder mal Wodka vorglühen, Hashtag Party, Hashtag Amok und dann halt in der Kombination mit dem Koma sozusagen. Also will einfach zeigen, wie cool er das findet. Jetzt beim nächsten Bild seht ihr jetzt einen Ausschnitt von unserem von unserer Facebook-Seite von OrgaTV. Da haben wir heute Mittag schon bereits
euch gefragt, was denn eure Lieblingsbegriffe sind, eure Hashtag-Classics sozusagen, eure Favorites. Und es wäre cool, wenn ihr euch einfach daran beteiligt und jetzt auch direkt online geht am besten, schon online seid natürlich, aber auch einfach mal eure Lieblings-Hashtags einfach dazu aufschreibt, damit wir auch ein Bild darüber bekommen, was ihr gerne benutzt. So, und um unsere Online-Umfrage zusammenzufassen, seht ihr jetzt den zweiten Teil unseres Beitrages. Bei der Umfrage waren 55% der Teilnehmer zwischen 18 und 25 Jahre alt, 28% zwischen 27 und 35. Außerdem hatten wir, wie in der Grafik zu erkennen, einen kleinen Teil an 17-Jährigen oder jünger. Dabei ca. 59% weibliche Teilnehmer. Ca. 80% haben angegeben, dass ihnen das Symbol der Raute bekannt ist. Und 52% gaben an, dass sie den Begriff Amok schon mal genutzt haben. Und so gut wie jeder ist in sozialen Netzwerken vertreten. Ja, jetzt gerade hattet ihr eher die statistischen Werte von unserer Umfrage, die wir beide gemacht haben. Und jetzt blenden wir euch noch eine Saar-Westpfalz-Karte ein, wo ihr euch ein Bild darüber machen könnt, woher die Leute waren, die bei unserer Umfrage teilgenommen haben. Wie ihr aus der Karte entnehmen könnt, ist der größte Teil der Befragten aus dem Saarland. So, also wie ihr seht, sind die Städte um Saarbrücken sehr gut vertreten, unter anderem auch Merzig und Völklingen. Aber auch Teilnehmer aus der Pfalz wie Kaiserslautern oder Zweibrücken haben mitgemacht. Wir haben uns übrigens für eine Umfrage an der Uni entschieden, weil man dort häufiger Studenten außerhalb der Großregion trifft. So, Deria fasst jetzt noch zum Schluss unsere Ergebnisse der Analyse zusammen. Ja, zu welchem Ergebnis sind wir eigentlich gekommen bei unserer Umfrage? Und wir haben bei der Umfrage und auch bei der bei den Interviews dann herausgefunden, dass der in den sozialen Netzwerken benutzte Begriff Hashtag Amok eher ein überwiegend im Saarland genutztes Wort ist und auch eher von Jugendlichen bis 18 Jahren, auch teilweise auch jünger, genutzt wird. Und Teilnehmer, die 25 waren, die kannten das Wort, haben es aber selten oder so gut wie gar nicht genutzt. Und ihnen war dieser Begriff Amok aber dann aus den Jugendjahren, wie zum Beispiel aus der Schulzeit, einfach bekannt. Oft wurde aber auch genannt, dass Amok eher ein Begriff des Jugendslangs ist und man dennoch aber heutzutage, wie ihr ja eben auf den Bildern gesehen habt, die Posts, die wir euch gezeigt haben, Hashtag Amok immer noch heute genutzt wird, aktiv von den Leuten. Außerdem konnten wir ableiten, wie wir ja bereits erwähnt haben, dass vermutlich der Begriff Amok, also der Ursprung des Begriffs, wahrscheinlich im Saarland liegt, da einige der überregional interviewten Personen das Wort nur kannten, wenn sie in Verbindung mit Saarländern standen. Und die Leute, die außerhalb des Saarlandes waren und nicht in Verbindung mit Saarländern standen, die kannten das Wort wirklich nur in Kombination mit den negativen Ereignissen aus den Medien, wie zum Beispiel halt einfach mit Amokläufern. Genau, das waren die Ergebnisse zu unserem Beitrag. Und wir hoffen, dass ihr nun wisst, was Hashtag Amok bedeutet und woher es kommen könnte. Im Anschluss seht ihr noch Ausschnitte unseres Interviews. Und damit verabschieden wir uns und begrüßen dann gleich den Nico im Studio. Tschüss! Also Hashtag, da fällt mir jetzt auch spontan Twitter oder Instagram dazu ein, dass man sich über dieses Hashtag halt schnell mit anderen Leuten vernetzen kann. Ich benutze es ab und zu, wenn ich bei Instagram ein Bild hochlade oder sowas. Ich kenne Amok nur, als ich das noch als 15-Jähriger zu coolen Sachen gesagt habe. Ja, wieder vorbei, oder? Dachte ich jedenfalls. Ich dachte, das wäre schon... Also, keine Ahnung, ich bin ja nicht so up-to-date oder so. So Amok, geil, im Sinne von einfach sehr gut. Ja, also ich kann es mir auch nur aus der Jugendsprache herleiten. Freiheiten auf einmal, also Amok. Jugendsprache meint das ja auch viel wie, wow, geil, Amok, voll cool. Auch während der Schulzeit benutzt oft. Einfach was darstellt, was
super geil ist, was irgendjemand als ziemlich cool bezeichnet und das dann mit anderen Leuten teilen möchte. Was sehr geil war, wenn man irgendwas cool fand. Halt. Also Amok, das ist so ein Wort, das hat man vielleicht mal gebraucht, als man noch in der Schule war oder so, aber so langsam streicht sich das aus dem Sprachgebrauch aus, zumindest bei mir. Also da geht der Jurist mit einem um, der Gebrauch wird dann nicht mehr so inflationär gebraucht, wie als man mal klein war. Ja, dann auch von mir einen wunderschönen guten Abend und nochmal herzlich willkommen zur leider letzten Ausgabe von OrgaTV in diesem Semester. Wir möchten diese Sendung mit einem Beitrag zu unserer Rubrik Generation Z bzw. Generation Y beenden. Die beiden Generationen haben wir euch ja schon vor 2 Wochen in unserer Sendung vorgestellt, welche Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede diese beiden Generationen haben. Der folgende Beitrag behandelt wiederum das Thema schwerpunktmäßig in der Arbeitswelt. Es geht um ein Feedbackgespräch, das jeweils ein Vertreter der Generation Y und Z mit ihrem Vorgesetzten haben und welche Erwartungen die beiden Generationen in solch ein Gespräch setzen. Schaut es euch doch einfach mal an. Heute haben Lucy von der Generation Y und Emily von der Generation Z ein Feedbackgespräch mit ihrem Chef. Beide bekommen Rückmeldung über die Bearbeitung ihrer Aufgaben. Während Lucy mit ihrem Feedbackgespräch zufrieden ist, ist Emily ihre Unzufriedenheit anzusehen. Na, wie war dein Feedback? Ja, grundsätzlich bin ich eigentlich schon zufrieden. Also er hat zwar ein paar Sachen bemängelt, beispielsweise sollte ich kundenorientierter arbeiten und mich mehr im Team einbringen, aber im Großen und Ganzen war das Feedback sehr positiv, von daher passt es so für mich. Okay, also du bist trotzdem zufrieden, obwohl er Sachen bemängelt hat. Ja, was heißt bemängelt? Es gibt ja immer Sachen, die du verbessern kannst, das geht ja jedem so. Und solange es im Großen und Ganzen trotzdem gut war und ich gut abgeschnitten habe, passt es ja. Ja, okay, dann fiel meine Beurteilung so ähnlich aus. Also ich wurde in 2 Bereichen kritisiert, ich soll meine Flexibilität und Kritikfähigkeit ausbauen. Aber ich bin eigentlich gar nicht zufrieden damit. Ich kämpfe hier schon fast verbissen drum, dass ich irgendwie mein Feedback mit 1 Sternchen erreiche, aber irgendwie bringt das ja auch nichts. Also ich weiß ja auch nicht, was mein Chef will. Ach Emily, du darfst dich nicht direkt angegriffen fühlen. Nur weil du nicht überall mit sehr gut bewertet worden bist, heißt es ja nicht, dass deine Arbeit schlecht ist. Ich zum Beispiel will das ehrlichste Feedback, was ich haben kann, weil nur so kann ich ja meine Leistungen optimieren und meine Karriere vorantreiben. Ja, prinzipiell gebe ich dir da auch recht, aber er hat mich jetzt anhand der letzten Aufgabe beurteilt und kritisiert, ich müsste doch noch flexibler sein in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Aber wie soll das denn gehen? Das hat er nie zu mir gesagt. Und um so flexibel sein zu können, brauche ich einen anderen Arbeitsvertrag. Ich bin hier nur 40 Stunden die Woche und danach war es das, dann gehe ich nach Hause. Wie soll ich dann noch flexibler sein? Also ich bin der Meinung, wir hätten beide ein durchweg positives Feedback verdient. Ohne Mängel. Ja, aber du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen. Ich meine, es ist ja auch für dich persönlich besser, wenn du Sachen weißt, die du verbessern kannst. Und nur so kannst du dich ja im Endeffekt vom Wettbewerb abheben. Ja, du Lucy, das ist mir im Endeffekt jetzt auch egal. Also wenn ich so unverständlich beurteilt werde, dann lösche ich das schon ziemlich schnell aus meinem Gedächtnis raus. Dann hätte der Chef halt einfach die Aufgaben besser verteilen müssen. Ja, anscheinend haben wir ziemlich verschiedene Ansichten, was Feedbackgespräche angeht. Also ich finde nicht, dass du das direkt aus deinem Gedächtnis löschen musst oder dein Feedbackgespräch verdrängen musst, nur weil es ein bisschen negative Aspekte hatte. Also ich bin der Meinung, dass es für das Unternehmen nicht unbedingt sinnvoll ist, wenn jeder Mitarbeiter direkt eine Trophäe verdient bekommt, nur weil er fähig ist, den Kopierer zu bedienen. Aber ja, wie auch immer, ich muss jetzt wieder los. Naja. Bis später. Dann mach's gut. Wie ihr merkt, wird das Feedback je nach Generation unterschiedlich angenommen. Daher muss der Feedbackgeber einen Weg finden, wie er Mitarbeiter unterschiedlicher Generationen am besten beurteilt. Die Generation Z ist für negatives Feedback nicht offen und kann auch nichts damit anfangen. Positives Feedback sollte sie aber auch nicht überbewerten. Denn wenn es nur diese Art des Feedbacks geben würde, würden sich die anderen Generationen darauf einstellen und die Chefs kein konstruktiv-kritisches Feedback mehr geben. Unsere Sendungen von diesem Semester und von den vorangegangenen Semestern könnt ihr euch natürlich auch auf YouTube nochmal ansehen.
mit all den Themen, die euch besonders interessieren. Damit verabschieden wir uns, das OrgaTV-Team der Universität des Saarlandes, für dieses Semester. Im nächsten Semester wird ein anderes Team dieses Projekt weiterführen und euch dann natürlich auch wieder mit interessanten Beiträgen versorgen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch in diesem Semester Spaß gemacht und gefallen und ihr konntet neue Eindrücke und vielleicht das eine oder andere mitnehmen, auch für euer Studium. Wir wünschen euch viel Glück bei den Klausuren und schöne Semesterferien. Ciao.